Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Ja, ich habe erstmal kurz noch was in eigener Sache und zwar in dem Flohmarkt in der Facebook-Gruppe. Die findet ihr hier. Da steht sie. Da. Findet ihr auch in der Infobox. Wollte ich nur sagen, da sind noch ganz, ganz tolle Sachen drin. Einmal von Crafters Company. Denn von Tonic Studios und auch von Stamping Up noch ganz viele Sets. Also wer noch Lust hat, da zu gucken, der kommt einfach am besten in unsere Facebook-Gruppe. Da ist das Album drin und da könnt ihr dann nochmal schauen, ob für euch was dabei ist. So, und jetzt möchte ich gerne das nächste Junk Journal Kit vorstellen. Und zwar fange ich damit an. Mit dem Buch. Es gibt einfach dieses tolle Buch beziehungsweise dieses tolle Junk Journal. Das ist schon so mega geworden und das kann man jetzt auch so schon benutzen oder ihr könnt mit diesem ganzen Material, was ich dazu gebe, es weitergestalten. Das hat eine Größe von circa 16,5 mal 21,5 und es ist breit ungefähr 6,5 Zentimeter. Also das hat schon was, das Journal. Ich habe es ja mit Stoff bezogen. Ich habe euch ja mitgenommen. Viele, die meine Videos gucken, haben das gesehen. Die, die sich dafür interessieren und wissen wollen, wie ich das gemacht habe, gibt einfach ein Abo ab bei mir. Das ist sowieso immer toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch wenn ihr dies liked. Das hilft uns in unserem Kanal total. Also ihr helft uns damit. Und das ist dann auch so eine kleine Anerkennung einfach für das, was wir auf unserem Kanal machen für euch. So, da jedenfalls habe ich da ganz viele Tutorials zu gemacht, wie ich dieses Journal gestaltet habe. So, ich habe das jetzt ausgelassen, damit derjenige, der das gerne haben möchte, sich das gestalten kann. Dann fangen wir hier an mit der ersten Seite. Da habe ich ja dieses Negativ aufgeklebt, was ich da so ein bisschen mit bearbeitet habe. Hier ist eine Tasche drin oder Pocket aus Transparentpapier. Und hier sind original alte Buchseiten drin. Da könnt ihr dann toll noch mit weiterarbeiten. So, dann gehen wir einmal durch Journal durch. Ich habe sowohl Papiere, die ich aus Etsy habe genommen, wie auch Papiere, die ich vorliegen hatte. Also alles, was ich so gefunden habe, habe ich hier reingemacht. So, hier ist dann so ein Motiv drauf. Also viele Seiten, wie ihr seht, die gestaltet werden möchten. Oder wenn ihr wollt, einfach könnt ihr das auch schon so nutzen. Wenn ihr sagt, so, ihr braucht einfach ein Journal, wo ihr ganz, ganz viel Eintragung machen wollt, dann könnt ihr das ja auch schon so nutzen. So, hier ist eine alte Buchseite. Hier ist so eine schöne Tüte eingearbeitet. Da kann was rein. Das habe ich auch mit euch gestaltet. Das ist so aus Klarsichtbögen mit Rahmenstanze. Und da habe ich dann sowas eingearbeitet. Das findet ihr hier so in diesem Pocket drin. Dann habe ich das mit euch gearbeitet. Hier junge Fetzenfisch und erwachsener Fetzenfisch links. Das fand ich total cool. Dieses Papier habe ich ja gestaltet mit der Gelplatte. Und auch hier ist noch eine Pocket drinne versteckt. Und in dieser Pocket ist nochmal eine Pocket. Das ist sowieso ganz niedlich geworden hier, dieses Motiv. Und hier drinne ist dann nochmal ein Blatt aus dem Buch von der Rachel Dysart. Auswahlbücher und da könnt ihr dann eure kleinen Geheimnisse reinschreiben. Das ist dann hier an der Seite drin. So. Dann ist folgt wieder eine alte Buchseite, wieder eine schöne stabile Seite.
Dann kommt hier aus Büchernpapier, Transparentpapier. Also die unterschiedlichsten Papiere habe ich hier da reingemacht. Ne? Ihr könnt auch auf dieses Dunkle schreiben. Mit Kugelschreiber geht das auch. So, dann kommt hier die Mitte. Das ist die erste Signatur. Hier habe ich auch die Bänder gelassen. Da könnt ihr dann schöne Sachen ranhängen. Hier habe ich ja diesen tollen Schmetterling gearbeitet. Mit wieder mit Klarsichtfolie. Und diese Karte ist da drinne. So, dann geht das weiter. Wieder Klarsicht, wieder Transparentpapier. Hier habe ich ja mal mit, wo ich ausgestanzt habe, das Negativ genommen und dann darauf schabloniert. Und da habe ich den Rahmen ausgestanzt und habe dann das Teil, was eigentlich Abfall war, da mit reingegeben. Hier ist wieder so eine Buchseite. Hier ist wieder eine Buchseite. Auch wieder eine Buchseite. Hier ist wieder eine Tüte. Buchseite. Das ist eine ganz alte, originale Buchseite. Dann habe ich hier wieder Motivpapier drin. Und hier ist auch so Motivpapier, schön mit Schmetterlingen. Und hier so alte Waage und sowas alles. Richtig schön. Hier ist nochmal so eine alte Schreibmaschine eingearbeitet. Hier ist das so ein Einhorn drin, auch ein ganz, ganz tolles Motiv. Ja, das wollte ich eigentlich noch einarbeiten, aber das lasse ich jetzt so drin. Das hatte ich gedacht, das kann man dann, die schöne Decke kann man schön kolorieren und das darüber kleben als Pocket. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Signatur. Vier Signaturen hat das ja, so ein Fahrrad. Dann hier auch wieder Motivpapier und Motivpapier. Und das habe ich ja auch mit euch zusammen gestaltet. Da ist hier einmal dieses aus dem Motiv aus dem Buch, was ich gestaltet habe. Dann habe ich diese Pocket ja genäht und anschließend eingeklebt. Hier ist eine alte Buchseite und hier ist nochmal, wie man so Stiche macht, reingegeben. Das ist eigentlich ganz niedlich geworden hier. Achso, das kommt ja hier hin. So. So. Genau, so schön versetzt. Hier sind wieder die zwei Damen. Dann ist hier wieder das Schmetterlingsmotivpapier. Hier ist wieder Transparentpapier drin. Hier ist die Brille. Die muss ich nochmal gucken, in welche Pocket die kommt. Das ist ja diese 3D-Brille. Und diesen Umschlag, den habe ich ja von Bollenhut Art. Die macht ganz tolles Designpapier. Den habe ich da als Digitalpapier gekauft und hier reingelegt. Aber da habe ich auch eine Pocket für gemacht. Mal gucken, ob wir die gleich finden. Hier dieses tolle Schloss auch. Dann ist hier auch nochmal eine Tüte. Ist auch wieder Papier. Ja, hier ist die Pocket für den Briefumschlag mit der 3D-Brille nämlich drinne. Und hier habe ich als Mittelpunkt so ein schönes Papier genommen. So, so den Drachen lasse ich jetzt hier drinne. Der war die ganze Zeit hier drinne, den lasse ich auch hier drinne. Vielleicht habt ihr Lust, den auch mit einzuarbeiten. So, dann kommt ja wieder so eine Tüte hier und der tolle Elefant, den ich eingearbeitet habe. Und hier ist dann auch so ein Papier drinnen. So, da könnt ihr dann hinten drauf was Schönes draufschreiben. Hier vorne sind Vögel zu sehen und wie die heißen. Könnt ihr auch ausschneiden und vielleicht hier nochmal einarbeiten. Das könnt ihr so machen, wie ihr das gerne möchtet. Hier ist wieder eine original alte Buchseite von, ich glaube, von 1800 und. Also richtig, richtig alt. Jetzt wieder der Bogen Transparentpapier und die verschiedenen Papiere. Hier ist auch wieder Motivpapier drin. Also es ist ein wirklich außergewöhnlich schönes Journal, würde ich sagen. Hier sind Handtaschen drin.
Hier ist nochmal ein Fahrrad drin. Und hier habe ich ja den zweiten Umschlag von diesem Digitalpapier von Bollenhut Art. Und da habe ich ja reingegeben, und zwar diese Karten, die ich gemacht habe. Und das sind diese 3D-Bilder. Und wenn ihr mit der Brille dann guckt, dann könnt ihr euch die 3D-Bilder angucken. Ich fand das faszinierend. Und ach so, hier ist noch eine drin. Also richtig spannend. Die habe ich auch so als alt gemacht. Und hier hinten ist jede Menge Platz, wo ihr Notizen reinmachen könnt. Oder was ihr auch immer gerne reinschreiben möchtet ins Journal. Das passt hier rein. Ach, hier ist sogar noch einer. Ein kleiner noch. Also jede Menge 3D-Bilder. Und die habe ich hier in dieser Pocket versteckt. Die habe ich ja auch mit euch zusammen gemacht. Hier ist wieder Motivpapier. Auch wieder schönes Motivpapier. Hier kann man zum Beispiel einen schönen Mittelpunkt noch einsetzen. Motivpapier. Wieder verschiedene Papierarten, die ich da reingegeben habe. Hier ist auch schön so wie so ein alter Brief gestaltet. Und hier ist wieder eine Tüte. Ist sogar ziemlich groß, da kann man schön was reingeben. Hier ist auch wieder, kann man richtig schön was reinschreiben. Hier die alte Nähmaschine, wie man sie früher hatte. Meine Oma hatte so eine, da habe ich sogar noch drauf genäht. Also die nähen eigentlich richtig gut, diese ganz alten Nähmaschinen. So, wieder eine alte Buchseite. Hier ist auch Motivpapier und da habe ich in der Mitte als Mittelpunkt dieses schöne Papier gegeben. Das sieht so herrlich aus. Mal gucken, dass man so ein bisschen sehen kann. Also ihr seht, das ist sehr, sehr umfangreich, diese Stirne. So, da ist auch nochmal Motivpapier. Ich werde diese Sterne auch erstmal in die Facebook-Gruppe geben. Also wenn jemand sich denn interessiert dafür, dann kann er sich das da schon holen. Und wenn da sich keiner findet, dann geht das in Etsy rein. Und hier ist ja auch dieses mega Schreibunterlage. Die ist Unterlageboard, wollte ich gerade sagen. Die ist so mega. Das sieht so mega aus in Natur. Und das kann man so runterlegen. Und da kann man ganz, ganz toll drauf schreiben oder auch ganz toll weiterarbeiten. So, da kommt wieder so eine normale Seite, Buchseite. Hier auch wieder das schöne Motiv mit den beiden Engeln hier. Das ist auch wirklich es ist ein richtig schönes, romantisches Journal, würde ich mal sagen, wo ganz, ganz viel Platz ist, um da drinnen zu schreiben. Es eignet sich auch toll als Tagebuch, als Aufzeichnungsbuch, als Dankeschönbuch. Als Erinnerungsbuch zum Beispiel, was man so erlebt, das ist auch ganz tolle Sache. Meine Mama hat das gemacht, die hat so kleine Bücher genommen und hat da so eine Zeit lang reingeschrieben, was sie alles gemacht hat. Und meine Mama lebt ja leider nicht mehr und ich habe diese Bücher dann gefunden, als wir den Hausstand aufgelöst haben. Und ja, es war wunderschön, da drinnen zu lesen. Man hatte dann das Gefühl, Mama ist noch eine Zeit lang da, als ich da so drinne gelesen habe. Also es ist auch eine tolle Sache, einfach so ein bisschen aufzeichnen, was man so macht, die Gedanken, die man hat und das dann weiterzugeben, das Buch. Das ist auch eine schöne Sache. Und was mal eine Freundin von mir gemacht hat, und das würde sich auch eignen als für ein Junk Journal, und zwar hat sie mir ein Poesiealbum geschenkt und dann hat sie da reingeschrieben von dem Tag an, wo wir uns kennengelernt haben und was wir alles zusammen erlebt haben. Das ist so ein cooles Geschenk und ich habe das dann weitergeführt. Also das ist auch richtig cool. Also wenn ihr eine ganz tolle Freundin habt und so ein Junk Journal da einfach reinschreibt, wie ihr euch kennengelernt habt, was ihr so zusammen erlebt habt und das dann der Freundin schenkt, das ist mehr wert als
alles andere, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das ist ein Wahnsinnsgeschenk, was ihr machen könnt. Und dafür eignet sich so ein Junk Journal, wo man so viele schöne Sachen reinschreiben kann, natürlich total toll. Ne, vielleicht noch ein paar Fotos reingeben. Ne, es ist ein Wahnsinnsgeschenk und Unikat. Und das ist nicht kaufbar, das kann man nirgendwo bekommen, das kann man einfach nur selber machen. Hier nochmal die Schwester mit den beiden Geschwistern, denke ich mir mal, hier, die gerade Kuchen backt. Hier ist wieder eine Tüte. So, hier ist wieder eine Seite aus einem Buch. Wieder Motivpapier. Auch hier wieder das schöne Motivpapier mit den Schmetterlingen. Und so weiter. Hier ist auch wieder die andere Seite von dem Motivpapier. Wieder eine uralte Buchseite. Und die letzte Seite und hier Seite ganz frei. Und alle sind hier eingenäht. Alle Signaturen sind eingenäht. Und ihr seht, hier ist noch massig Platz, um da zu gestalten. Ihr seht, wie ich das zusammen machen kann. Ich habe jetzt auch keinen Verschluss gemacht, weil ich mir mal denke, das ist besser, wenn derjenige, der das sich denn holt, den Verschluss macht, weil den Verschluss würde ich erst machen, wenn das Junk Journal wirklich so weit voll ist, damit der Verschluss auch nachher noch schließt. Am besten für die Zeit, wo ihr noch keinen Verschluss dran habt, einfach eine Kordel rum oder ein Band rumschlagen, um eine Schleife zu machen. So, das ist der eine Teil von diesem Junk Journal Kit. Jetzt kommt das nächste von dem Kit. Und zwar, ich gebe dazu, damit ihr weiter gestalten könnt. Oder ihr nehmt das Journal so und macht noch ein extra Journal. Oder ihr bastelt was anderes damit. So, ich habe hier mitgegeben Bögen, Motivpapier. Hier, das ist da immer so drauf geschrieben. Also es ist immer schön, das auch so zu zerreißen, das Papier. Hier sind nochmal so Sprüche. Dann ist hier wieder auch zum Schreiben oder ihr nehmt die Seite von dem Papier. Dann habe ich hier so eine Umschläge reingetan. Hier sind so eine Tags, die kann man ausbrechen. Hier sind nochmal Siegelsticker drauf. Hier ist ein Bogen, so dünnes Papier. Da kann man so Falltechnik mitmachen im Buch. Und dann kommen hier jede Menge alte Buchseiten, original alte Buchseiten. Das sind keine Kopien. Das sind alles Originalseiten von 1800 und richtig, richtig alte Buchseiten. Und ihr seht eine ganze Menge. Und ihr habt ja gesehen, dass man auf diesen Buchseiten, das habe ich ja hier bei dem Brett gemacht, dass ihr auf diesen alten Buchseiten, das ist nämlich auch so eine alte, ganz, ganz toll stempeln und kolorieren könnt mit Buntstiften. Ne, das geht natürlich auch ganz toll auf diesen Seiten. So, dann habe ich euch auch noch mal so kleinere alte Buchseiten mitgegeben. Dann noch mal alte Buchseiten in diesem Format. Und ihr seht, wie viel das ist. Also so ein richtiger großer Packen. So, und dann habe ich euch hier so Papier mit reingetan, wo ihr gut irgendwelche Motive nehmen könnt, wie hier zum Beispiel das hier und das einarbeiten. Da habe ich dann mal so rausgesucht, wo auch mal so Karten sind. Ne? Ich habe in einem Video gezeigt, das habe ich auch ein Junk Journal Kit gemacht, habe ich gezeigt, wie ich aus so einem Blatt eine Schatzkarte mache. Total irre. Ihr müsst es dann von der anderen Seite mit Küchenrolle und Kleber verzieren, dann mit Farbe machen, dann wird das zusammen gemacht, dann kann das mit dem Verschluss, mit so einem Verschluss habe ich das dann gemacht. Das ist ganz cool geworden. Also da guckt mal in meine anderen Videos. Ich muss mal gucken, ob ich euch den Link von dem Video, Schatzel, kann man so einen Link von unseren Videos mit in die Infobox geben? Ja. Dann gebe ich euch mal von da, wo ich die Schatzkarte mache, den Link, den mache ich mal mit in die Infobox. Das ist nämlich total cool. So, hier ist dann auch noch mal alles Mögliche. Hier sind so Kunstsachen, die man dann gut mit einbauen kann.
Ne? Und also da sind immer so Motive drauf, das habe ich dann einfach so rausgesucht. Ne? Da könnt ihr das dann ausschneiden und mit benutzen. Hier ist zum Beispiel Maßeinheiten und Maßsysteme. Das kann man zum Beispiel schön bearbeiten und dann kann man auch, das kann man auch bearbeiten wie die Schatzkiste und dann knicken und dann kann man das so als Tabelle mit reingeben. Zum Beispiel hier so die beiden Katzen, die fand ich auch ganz süß hier. Hier ist wieder eine Karte. Also da habe ich alles Mögliche, was ich da so gefunden habe, habe ich da so rausgesucht und mit reingegeben. Das fand ich auch interessant. Hier sind auch nochmal so Formeln aufgeschrieben. Ist ja eigentlich auch mal ganz niedlich, wenn man sowas findet in so einem Journal. Ne? So, dann habe ich hier noch so Papier mit solchen Motiven. Hier ist zum Beispiel zum Kopfzerbrechen. Das fand ich auch ganz toll. Das sind so Rätsel und haben Sie gewusst, Lösung zu. Und da sind dann die Lösungen dazu, das sowas in so ein Journal reinzugeben, ist ja auch ganz witzig. Ne? Hier fand ich ja diese beiden Sachen ganz toll hier, dieses und dieses Motiv. Und hier auch so, hier mit dem Adler, das ist auch mega. Dann hier nochmal der Tigerkopf, da kann man zum Beispiel Kosmos abtrennen. Und den Tigerkopf einbauen, wenn man möchte. Hier sind nochmal so Tiger und Tigermotiv. Oder hier das ganze Tigermotiv. Dann auf der anderen Seite. Hier sind zum Beispiel auch noch andere Motive. Kann man sich ja überlegen. Ihr könnt das auch kopieren zum Beispiel. Wenn ihr das dann kopiert, gibt das nochmal so einen anderen Effekt und dann einarbeiten. Ne, das geht auch. Hier ist nochmal so eine Karte drin mit einem Wasserfall. Hier, die Karte gehört hier zu. Kann man auch gucken, ob man das mit Tesafilm zusammen macht und einarbeitet. Hier ist nochmal so eine Karte mit Fahren. Denn die Pinguine. Hier, das fand ich auch ganz toll, dieses Motiv. Das passt auch gut in so ein Journal rein. Hier dann nochmal so Sternkarten. Hier nochmal so. Und das fand ich auch ganz, ganz niedlich. Da kann man ganz toll Lesezeichen draus machen und mit einarbeiten. Und dann noch so ein originales Papier aus Notenbuch. Das habe ich euch auch damit beigegeben. So, das packe ich mal so zur Seite. Das gehört alles dazu. Dann gibt es auch wieder eine Feder dazu. Und zwar eine Kugelschreiberfeder. Die passt natürlich total auch zu diesem Motiv hier dazu. Die gibt es dazu. Und dann gibt es nochmal eine Kiste mit Sachenmaterial. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Also ihr braucht, wenn ihr dieses Junk-Journal euch nach Hause holt, braucht ihr einfach nur eine Schere und einen Kleber. Und dann könnt ihr einfach gestalten. Wenn ihr dann noch ein paar Stempelkissen habt, ihr könnt auch, wenn ihr keine Stempelkissen habt, dann könnt ihr diese Ränder zum Beispiel auch mit Buntstifte malen. Dass ihr so ein bisschen, wenn ihr Aquarellbuntstifte, hat ja fast jeder heutzutage schon immer aus, ne, die gibt's ja auch mal relativ günstig, macht ihr hier mit Buntstift und dann mit einem Pinsel, mit Wasser. Das, und dann kriegt ihr auch so einen Effekt. Also das geht auch. Ihr müsst nicht unbedingt Stempel oder sowas zu Hause haben, um ein Junk Journal weiterzuarbeiten. Dann habe ich hier einmal so ein Stück Mullbinde oder Gaze. Das ist so ein großes Teil. Das macht ihr, da macht ihr so am besten in so einem kleinen Schnapsglas so ein bisschen Wasser, gar nicht so viel, so ein bisschen Wasser. Und dann macht ihr einfach Acrylfarbe rein, die ihr gut findet. Dann nimmt ihr das und stopft das da rein und lasst das da drinnen erstmal so ein bisschen einziehen. Ihr könnt dann zwischendurch auch mal so mal rausholen und nochmal, dass überall Farbe rankommt. Und wenn ihr das so ziehen lassen habt, so eine Stunde, dann nehmt ihr das raus, macht das einmal, dass ihr das einmal ausfringt. Und dann mache ich das immer so, dass ich das auf Küchenrolle auf die Heizung lege. Also das auf die Küchenrolle und das dann auf die Heizung. Und wenn das so trocken ist, dann könnt ihr einfach Stücke abschneiden und mit im Journal verarbeiten. Dann habe ich hier nochmal einmal solche Bänder. Ganz, ganz lang sind die. Spitze habe ich euch reingetan. Das ist hier Baumwollspitze. Dann habe ich euch hier Jutteband mit Spitze bei reingetan.
Dann habe ich euch nochmal Sonnenband mit reingetan. Das ist auch so ein Baumwollband. Das ist vielleicht auch schön fürs Dingeldangel. Dann habe ich hier nochmal solches Band mit reingemacht. Drei rote Rosen. Die kann man zum Beispiel hier vorne noch mit anbringen. Also das kann man hier vorne noch weiter gestalten. Zum Beispiel kann man die beiden Rosen da oder auch die roten Rosen kann man da oben noch anbringen und das noch ein bisschen weiter gestalten vorne. Dann habe ich hier so einen Serviettenring, habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Zwei solche Herzen, die sind gehäkelt, auch vom Flohmarkt. Dann habe ich hier ein gefärbtes Tee-Filter. Dann habe ich hier so ein bisschen, ich glaube, es ist auch irgendwie so Jute-Band oder so. Dann habe ich hier zwei große Büroklammern reingetan. Zwei Herzen sind aus so einem Naturmaterial. Dann habe ich hier jede Menge Holzblätter reingetan und Holzherzen sind da auch drin. So, das sind die Blätter. Wir haben hinten auch so einen Aufkleber. Dann habe ich hier nochmal zwei Federn aus Holz. Spielkarten habe ich reingetan. Da bat mich eine Abonnentin, das zu zeigen, wie das geht. Das werde ich machen. Werde ich euch zeigen, wie es geht. Wird noch ein bisschen dauern. So, dann habe ich hier so Holzbuchstaben, so ein Paket reingetan. Dann habe ich hier Federn reingetan. Also ihr könnt da ohne Ende gestalten in dem Journal. Dann habe ich hier Washi-Tape, Rollen mit Washi-Tape. Dann habe ich hier sowas reingetan. Das habe ich mal gefunden. Das ist schon ein bisschen defekt. Da ist so ein Klassengel drin, ne? Aber ich fand das gerade, auch weil das nicht mehr perfekt ist, für Junk Journal eigentlich ganz toll, wenn man das vielleicht so, ja, vielleicht auch für die Schließe oder so verwendet. Hier nochmal so ein aus richtig Pappmaché, so ein Vogel. Dann sind hier zwei solche, ja, es ist Plastik, aber so ein Gold und Silber, das kann man auseinanderschneiden und kann das damit reingeben. Eine leere Flasche habe ich da noch mit reingegeben. Dann habe ich hier noch solche Sachen mit reingegeben. Metallornamente. Dann habe ich Glitzer reingegeben. Eine Flasche mit Glitzer, eine Flasche mit, das sind Sechsecke, glaube ich. Falls ihr da drinnen zum Beispiel so eine Art Schüttelkarte einbauen wollt, das geht hier auch. Dann habe ich hier noch so ein Brosche. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die auch verwenden, zum Beispiel. Fällt mir jetzt gerade ein, wenn man die jetzt nochmal so ein bisschen mit Farbe macht und jetzt hier ein Band rum macht und hier die Brosche ran. Ne, so als Schließe zum Beispiel. Ne, dann könnt ihr durch das Band die Brosche machen und habt dann da so eine Schließe. Das geht zum Beispiel. Aber euch fallen bestimmt auch ganz viele Dinge ein. Dann sind hier noch Motive, eine ganze Ecke drin. Und dann ist hier noch Metallornamente sind hier drin. Hier zum Beispiel die Engelsflügel verschlungen. Und dann habe ich hier noch so ein Ornament und Schlüssel und ja, hier ist noch so eine Säge. Dann sind hier jede Menge Perlen drin fürs Dingeldangel. Und ich habe auch hier sowas reingegeben. Das sind ja diese Klammern, die man ja so aufmachen kann. Da kann man dann was ranhängen. Auch fürs Dingeldangel zum Beispiel kann man damit machen. Dann sind hier, ist hier noch sowas drin und sowas. Da kann man zum Beispiel hier ein kleines Bild reinmachen und dann auch mit reingeben. Also hier ist eine ganze Menge Kleinkram hier noch drin. Noch so Perlen und ja, ich zeige das einmal nochmal so hoch. Da seht ihr, ist nochmal eine ganze Menge so drin. Genau. Und das ganze Pickepacke-Set kommt zusammen.
als Junk Journal Kit. Also ich mache immer die Kits so, dass ihr wirklich alles dabei habt, was ihr benötigt, um das weiter zu bearbeiten. Und ihr könnt aber meine, in der Regel meine Junk Journal Kits auch schon so benutzen. So, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.